Mehr als 130 politische VertreterInnen aus den USA und Europa fordern die Absetzung von Sultan Ahmed Al-Jaber als Präsident der UN-Klimakonferenz in Dubai. Al-Jaber ist Geschäftsführer des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emiraten. In einem gemeinsamen Brief an die UN, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden warnen sie vor einem möglichen Einfluss der Ölindustrie auf die Verhandlungen der Klimakonferenz. Die Entscheidung, den Leiter eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt als Präsident der COP28 zu ernennen, riskiere, die Verhandlungen zu untergraben, heißt es in dem Schreiben. Sein Konzern habe angekündigt, die Ölproduktion in den kommenden Jahren um 7,6 Millionen Barrel Öl zu erhöhen. Die Abu Dhabi National Oil Company, die Al-Jaber leitet, ist der zwölftgrößte Ölkonzern der Welt. Es ist üblich, dass die austragende Nation der Klimakonferenz den Präsidenten auswählt. Al-Jaber ist ein enger Vertrauter der Regierungsfamilie. Bisher haben die europäischen Regierungen und die USA Al-Jabers Ernennung verteidigt. Ein Sprecher der Klimakonferenz verwies auf seine 20-jährige Karriere als Ingenieur, während dieser Al-Jaber Erfahrungen in der ganzen Energieindustrie gesammelt habe.